Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video habe ich wieder mal eine richtig krasse Betrugsmasche für euch herausgefunden oder mehr sagen, sie wurde mir zugesendet und siehe da, ich habe die E-Mail auch gerade eben bekommen. Leider sind aus meinem Bekanntenkreis schon oder aus meinem Freundeskreis schon welche drauf reingefallen, deswegen möchte ich euch hier gleich mal aufklären, worum es hier geht. Wir schauen einfach mal ganz schnell auf meinen Monitor und hier sehen wir die E-Mail, die ich jetzt hier auch bekommen habe. Wie gesagt, diese E-Mail ist manchmal leicht abgewandelt. Hier habe ich noch eine schlechte Version dieser E-Mail. Es gibt sie aber noch in viel besseren Outfit und noch relativ identischer mit einer E-Mail der Deutschen Post, die hier als Absender angegeben wird. Wir schauen uns einfach mal die E-Mail an. Wir sehen, ich habe hier oben einfach mal den Kopf eingeblendet. Das machen viele nicht. Hier sieht man schon gleich, aha, kommt nicht von DHL oder von der Deutschen Post. Und hier ist natürlich richtig was schiefgelaufen. Hier wurde die E-Mail an mehrere Absender noch gesendet. Daher wisst ihr sowieso sofort, dass das eine Betrüger-E-Mail ist. Diese Fehler werden aber nicht immer gemacht. Wir sehen, wir haben hier eine DHL-Lieferung, die uns erwartet, auch eine Sendungsverfolgungsnummer. Und wir müssen hier Zolleinfuhrgebühren bezahlen von 1,99 Euro. Diese Geschichte ist an sich gar nicht mal so an den Haaren herbeigezogen, denn seit 2021 ist ja alles zollpflichtig, was hier nach Deutschland reinkommt. Es gibt auch keine Freibeträge mehr. Man hat schnell was bei Amazon oder eBay oder sonst irgendwo bestellt und es kommt aus China, wie vieles andere auch. Und da ist in der Regel jetzt eigentlich immer zollfällig und meistens auch diese Mikrobeträge. Hier bietet natürlich auch DHL die Zollabwicklung an. Allerdings wird hier so eine Vorkasse nicht verlangt. Das sollte schon mal die Alarmglocken klingeln lassen. Wir schauen nochmal auf die E-Mail. Man sieht, wie gesagt, die Sendung ist auf dem Weg zu euch. Und es müssen halt nur noch diese 1,99 Euro bezahlt werden, dass sie dann zugestellt werden kann. Hier ist ein Link. Ich kann euch mal zeigen, wo der Link hinführt. Ein ganz wichtiger Hinweis, klickt derartige Links nicht. Das hat mehrere Gründe. Sie können auf virenverseuchte Seiten führen, auf irgendwelche Sachen, die ihr herunterladen müsst, die virenverseucht sind. Oder was natürlich auch leider ist, diese Links sind meistens personalisiert. Wenn der Angreifer ordentlich arbeitet, zumindest, naja, dann klickt ihr drauf und dann sieht ihr, aha, der Empfänger dieser E-Mail hat reagiert. Das heißt, der Angreifer weiß, dass ihr existiert und wird euch dann dementsprechend in eine weitere Liste verschieben und ihr werdet noch mehr von diesem Mist bekommen. So, wir schauen jetzt einfach mal, was sich hier unter diesem Link verbirgt. Ich habe jetzt hier einfach mal gesichert geöffnet und wir sehen, wir haben hier eine DHL-Seite. Auf den ersten Blick sieht diese Seite wirklich wie eine richtige DHL-Seite aus. Wir merken aber ganz schnell, wir haben zwar hier Punkte, die wir anklicken können, aber es ist nur ein Bild. Es geht nichts. Wir können hier nichts anklicken. Erster Hinweis auf einen Betrug. Der geringe Betrag könnte euch noch dazu animieren, hier weiterzumachen, denn ihr wollt ja euer Paket haben. Also klicken wir auf Weiter. Und jetzt wird's fies. Jetzt könnt ihr hier eure Kreditkartennummer, sämtliche Zusatzdaten und natürlich auch die Sicherheitsnummer der Kreditkarte eingeben, sowie den Karteninhaber. Wenn ihr das macht, kann dann die Person, die diese Daten hat, mit eurer Kreditkarte quasi weltweit shoppen gehen. Und zwar ohne Begrenzung. Das heißt, die machen euch die Karte komplett leer und reizen sie bis zum Limit aus und das so schnell wie möglich. In der Regel ist das voll automatisiert. Tragt ihr hier irgendwelche Daten ein, werden diese sofort benutzt. Das heißt, wenn ihr das wirklich gemacht habt und habt eure Daten hier eingetragen, müsst ihr die Karte sofort sperren lassen. Und zwar so schnell wie irgend möglich. Denn, wie gesagt, das hier reagiert blitzschnell und wird innerhalb weniger Minuten extrem viele kostenpflichtige Käufe tätigen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen und versuchen, das Geld aus eurer Karte maximal herauszubuchen. Das heißt, alles, was ihr hier angebt, oder das heißt, die Daten, die ihr hier angebt, werden sofort verwendet, um euch komplett zu ruinieren oder zumindest das maximale Limit der Karte auszubuchen. Deswegen möchte ich in diesem Video auch mal dringend nochmal darauf hinweisen, dass ihr da auf keinen Fall diese Daten eingebt. Bevor ihr irgendwo eure Kreditkarte im Netz verwendet, solltet ihr immer sicher sein, dass diese Seite wirklich echt authentifiziert ist. Und am besten schaut ihr euch einfach mal die Webseite näher an. Wir sehen hier oben schon, das kann nichts Legales sein. Das ist eine so bescheuerte Adresse. Da kann man einfach seine Kreditkartennummer nicht eingeben. Leider, leider ist es schon passiert. Und leider, leider passiert es auch sehr vielen. Ich sage einfach mal so, wenn diese E-Mail, sagen wir mal,
100.000 Mal versenden und 100 Leute fallen drauf rein, reicht es vollkommen aus, um hier so viel Geld mit dieser Geschichte einzufahren, dass man sich quasi eine goldene Nase verdienen kann. Deswegen achtet unbedingt darauf, dass ihr nicht auf diesen Betrug hereinfallt. Meldet diese E-Mail bitte unbedingt als Spam in eurem Postfach, sodass dann andere Nutzer auch gemeldet sind. Und seid ihr hier drauf reingefallen, bitte sofort bei der Polizei anzeigen. Und noch früher, bevor ihr irgendetwas anderes macht, sperrt eure Kreditkarte. Aber ich befürchte, es wird dann schon zu spät sein. So, das war es auch im Großen und Ganzen zu diesem Video, zu dieser kleinen Info. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal was Neues erklären oder zeigen. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.